Auch bei der nahenden Konkurrenz ist ein bisschen Ehrfurcht vor dem Besuch im Schwarz spürbar. Weil er halt Manfred ist, sind meine Erwartungen schon hoch jetzt, ne, wenn man kennengelernt hat. Von einem Sternekoch bekocht zu werden, ist ja schon eine nicht, Kunst. Nicht alltäglich. Nein, so ist es. Ja, ich wette, dass da jetzt einige beeindruckt sein werden. Also wenn das jemand kalt lässt, dann weiß ich auch nicht. Sollte der Gastgeber auch nur einen Funken Nervosität verspüren, so merkt man ihm das nicht an. Moin. Endlich ist es soweit. Morgen. Morgen, morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch was vorbereitet. René, hallo, komm vorbei. Und René kommt nicht einfach so vorbei, der Mann ist bewaffnet. René, it's your turn. Hey! Schau, der macht das auch auf der Klatte. Cool. Tolle Nummer. Ja, hat Spaß gemacht, war cool. Ich wünsche uns einen schönen Tag, geht schon mal rein. Ich habe ja noch was zu tun. Ja, heute werde ich Ihnen mal zeigen, wie eine richtig geile Küche gemacht wird. Wow! Den Wow-Effekt bekommen die Gäste auch im Inneren des Restaurants. Und wie ist der erste Eindruck? Da sind wir ja. Straight, hübsch. Ja. Die Konkurrenz wurde bereits über den zweigeteilten Gastraum informiert. Also das hier scheint jetzt, wie er gesagt hat, der à la carte-Bereich. Ich habe nämlich da vorne beim Reingehen so eine kleine Blume gesehen. Das steht für den Michelin-Stern. Vielleicht ist da hinten der Gourmet-Bereich? Ich gehe auch davon aus. Sollen wir mal schauen? Ja, gerne. Kai schaut und gibt auch noch enormes Wissen preis. Der heißt ja Michelin, wie der Reifenhersteller. Aber eigentlich ist es tatsächlich ein Buch gewesen für Lkw-Fahrer, die sich nach 12 Stunden Fahren auf eine Raststätte konzentrieren konnten. Das war aufgelistet, natürlich nicht nur Raststätten. Und ein Stern war immer einen Stoppwert. Ja, dann hast du gucken können, deine Route, ja, da fahre ich hin. 2 Sterne war ein Umwegwert. Und 3 Sterne bedeuten tatsächlich, es ist eine Reise wert, dieses Restaurant zu besuchen. Eins der Highlights im Schwarz, Manfreds charmante Gattin. Darf ich euch vorstellen, meine liebe Frau? Hallo. Hallo. Sie macht bei uns den Service. Erste Irritation am Tisch herrscht beim Anblick der rustikalen Speisekarte. Er ist ein Sternekoch und man kriegt es immer noch auf dem Holzbrett. Ich denke, diese Bridge zwischen Sterne-Gastronomie und Leisure, Essen gehen, trotzdem Qualitätsanspruch haben, der wird immer kleiner und das finde ich gut. Ich war in so einer Art Restaurant noch nie. Ich finde es gut, dass ich das jetzt dann doch mal erfahren kann. Bei der Menüauswahl ist bei Burger Queen Simone von Unsicherheit angesichts des gehobenen Sterneambientes nichts zu spüren. Dann hätte ich gern die Trüffel-Spaghettini. Mhm. Als Vorspeise. Magst du Trüffel? Ja. Dazu Jakobsmuschel. Wenn du keine Jakobsmuschel willst, kann ich ja auch Gambas dazu machen. Schöne große Gambas. Nee, ist schon okay. Ist das okay? So wie es drauf steht? Ja. Also ich glaube, das ist jetzt mal wirklich mehr als nur eine Premiere für Simone. Sie will es jetzt wissen. Das freut mich, weil sie jetzt einfach so richtig ankommt. Das merkt man am letzten Tag jetzt, die letzten Tage auch schon, aber sie kommt jetzt richtig an. Und wie schätzt Manfred seine Gäste ein? Ich bin mal gespannt auf Ihren Kommentar. Wird für mich interessant werden, weil ich denke, ob Sie in dieser Art und Weise schon so sehr oft viel gespeist haben. Schauen wir mal. Also, ich hau rein. Bis später, mein Schatz. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Mhm. Du rockst das. Bei der Zubereitung der Vorspeise gibt's tatkräftige Unterstützung von Sven. Ich mache jetzt Beef Tartare, auch mit der Dekoration. Das sehe ich schon mal, wie ich jetzt das mache mit meinen Jungs zusammen. Hier ist er, der Sous-Chef von mir. Das finde ich ja mega. Da steht jetzt genau der Richtige, der das gegessen hat beim Sven. Und Sven kriegt jetzt einen exzellenten Vorführkurs für Tata. Also klau, was das Zeug hält, mein Freund. Eine erste Lektion für Sven gab es bereits an Tag 4. Ich persönlich würde es einfach feiner schneiden, weil am Anfang hat man, denkt man, ah, wunderbar, wunderbar, und auf einmal hört man auf, dann fängt man wieder an und irgendwann widersteht es einem dann von der Menge her, weil da denkt man, es hat nur noch ein Fleischklumpen im Mund. Ohren auf, Sven. Ich nehme hier immer schönes Filet, was natürlich wichtig ist, dass das Messer super scharf ist, dass es nicht zerdrückt wird, sondern wirklich geschnitten.
Der Chef ist zufrieden, der Gast sieht's anders. Klasse geschnitten, ganz leicht, ganz fein. Das ist mir zu langweilig. Ich will was drauf beißen. Ja, und das wirst du nachher sehen. So leicht lässt sich Sven nicht überzeugen. Er hat jetzt sein Öl, eine Zwiebelchen. Dann haben wir eine Gewürzmarinade gemacht. Ja, da machen wir Tomaten, Knoblauch, ein bisschen Zucker, ein bisschen. Also das ist so unsere spezielle Würze. Und dann machen wir Kapern, Sardellen rein. Und du siehst, es wird jetzt hier nicht abgemessen, abgewogen, sondern das ist jetzt reine Feelingssache. Er macht das jetzt vor. Und wenn er das jetzt fast fertig hat, dann lässt er es mich probieren. Dann gebe ich das okay. So funktioniert das. Der Chef gibt alles zum Schluss frei. Bei Manfred ist auch das Auge mit. Man sieht hier noch die ganz feine kleine Zwiebelchen, alles, was er rein hat. Und wenn du das jetzt dementsprechend isst, immerhin so eine Komponente mindestens auf der Gabel und dann schmeckst du das nachher auch auf der, und nicht, da ist nicht ein riesen Fleischstück. Ja, zum Beispiel sind fünfmal so groß. Ja, deswegen. Ja, probier mal, lang mal rein. Nur ein kleines, wir sind noch nicht fertig. Nur einfach mal, dass das, was es bei mir heißt, einfach vom Grundprinzip angemacht. Beispiel, das ist eine ganz einfache, tolle neue Kreation. Weißt du, was das ist? Irgendwas mit Avocado. Richtig, ist, ja? Das ist eine Guacamole. Dies mache ich unheimlich gern unten drunter. Dann kommt das Beef Tartar schön oben drauf. Die rot-grüne Koalition aus Tartar und Avocado reicht Manfred optisch aber noch lange nicht. Jetzt kommt ein Apfelgel drauf. Dieses Apfelgel im Endeffekt ist wie Apfelmus. Es ist auch kein klassisches Beef Tartar, sondern wir machen jetzt eine spezielle Kreation. Und da gehört natürlich, kannst du ruhig weitermachen, das ist hier die rote Beete. Jetzt haben wir schöne rote Beete geschnitten. Die dekorativen Röllchen sind aber immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der Knaller wartet im Ofen. Und jetzt hole ich hier Simsalabim aus dem Ofen. Ah, das Onsen-Ei. Onsen-Ei heißt, es kommt aus Japan, der Begriff. Es wird 45 Minuten zwischen 63 und 65 Grad gegart. Irgendein Japaner habe ich gehört, hat das in irgendeiner heiße Quelle aus Versehen liegen lassen. 45 Minuten später kommt es wieder Kohle aufgemacht. Oh, schmeckt das lecker. Du siehst, das ist noch ganz weich. So, wunderschön. So muss es sein. So, jetzt wollen wir dieses Ei weiß oben weg haben. Ich gebe das jetzt hier rein. Wow. Ja, und jetzt, dann schüttel hier ein bisschen. Dann fällt es hier unten drunter raus, Eiweiß. Da, schon cool, oder? Da kann man doch einiges mitnehmen, würde ich sagen. Ob Sven die Idee vom niedrig gegarten Ei mitnimmt, ist fraglich. Voilà, schön hier in die Mitte. So muss es aussehen. Naja, schau, auf diese Art und Weise, in ein echtes Tartar kommt ja ein Eigelb. Und somit hat er ein gegartes Eigelb. Es ist eine ganz tolle Variante. Der Gast bleibt skeptisch. So. Ah ja, danke. Oh, ist der gemein. Et voilà, Vorhang auf für die finale Vorspeise der Woche. Er hat geholfen, also darf er es auch endlich essen. Sven freut sich auf Beef Tartar. Kai beginnt sein Menü mit den Reh-Ravioli und Pfifferlingen auf Pfeffersoße. Der getrüffelte Büffelmozzarella ist hoffentlich ein Fall für Dimitri. Ebenfalls trüffelig startet Simone. Sie hat sich für die Trüffel-Spaghettini entschieden. Handwerklich, also wirklich toll gemacht. Ne? Auch die Portionsgrößen sind wirklich richtig gut. Das ist genau abgestimmt, dass du danach einen Hauptgang isst. Am Tisch herrscht genießerisches Schweigen. Doch Mike ist neugierig. So ein bisschen auf Simone bin ich gespannt. Dann bin ich auf Sven sein Tartar-Erlebnis gespannt. Ne? Dimitri hat auch noch nie einen Stern gegessen. Beim Kai weiß ich, dass er das kennt. Als erster will Dimitri seine Meinung zum Büffelmozzarella kundtun. Ich habe ja Büffelmozzarella bestellt mit rote Beete. Was mich sehr fasziniert hat, dass die rote Beete wie ein Carpaccio geschnitten ist. Ja? Das fand ich gut. Also ich habe jetzt eher gedacht, er schneidet sie bisschen leicht dicker und machst es so als Bett unten runter. Auch der Trüffel, angenehm zum Essen, Aroma sehr gut. Der Pesto hat mich auch fasziniert, ist ein selbstgemachter Pesto, ist kein gekaufter Pesto, auch mit Parmesani. Und es war Platz auf dem Teller, es war nicht einfach aufeinander, ne? Platz, dass man jede einzelne tolle Sache auf dem Teller einzeln schmeckt, sag ich mal.
Kann Sven dem feinen Beef-Tatar doch etwas abgewinnen? Also ich habe vorhin beim Tatar zuschneiden zugeguckt. Der ist ja so rot, ist ja Art Tomatenmasse. Leicht gewürzt mit einer eigenen Kompensation mit drin, wo leichte Schärfe gibt, finde ich voll geil. Dass es auf dem Bett ist von einem Avocado-Mousse, finde ich auch geil. Weil das passt irgendwie voll zusammen. Ich hätte jetzt nie auf die Idee kommen. Wie war das mit dem Ei? Mochtest du das? Ja, es ist, wollen wir mal das Ei überbewerten, ne? Es ist Ei, letztendlich. Und es ist oben drauf. Es ist halt, ich weiß, warum es hier so oben drauf sein soll, weil es besser ist. Aber ob es jetzt mit einem anderen Ei anders geschmeckt hätte, ich glaube, ich wollte es total nicht sagen. Also, ihm geht's mal ums Tatar, ne? Ei hin, Ei her, ist mir völlig egal. Ne? Und wie mundet die wilde Komposition aus Nudel und Reh? Ich hatte ja eine Reh-Ravioli mit einer Pfeffersoße, ein bisschen Wirsinggemüse, bisschen Preiselbeermarmelade ist dabei. Also die Ravioli ist, Teig ist auf jeden Fall frisch gemacht, ist ein bisschen dicker. Hat den Grund, dass das Fleisch nicht komplett trocken ist, macht für mich total viel Sinn fachlich. Jetzt ein Italiener würde wahrscheinlich sagen, ein bisschen dünner kann er sein, sag ich jetzt mal. Ne? Aber er ist einfach top gegart. Natürlich hast du die Gefahr, dass eine Füllung schnell mal eben beim Kochen platzt die Nudel auf oder die Ravioli, wenn es zu dünn ist. Und von daher perfekt getroffen. Also kurzes Fazit zu meinem Essen. Ich freue mich auf meinen Hauptgang. Simone ist erstaunlich schweigsam. Entdeckt die Burger Queen in Manfreds Restaurant etwa plötzlich ihre Liebe zur Sterneküche? So, liebe Freunde. Oh, die Teller sind ja leer. Wo gibt's denn sowas? Bei dir scheinbar. Bei dir scheinbar, ne? Kommt noch heute her. Jakobsmuschel kannte ich geschmacklich jetzt noch nicht. Deswegen habe ich mich gewundert, wo ich doch gesagt habe, soll ich lieber was anderes machen? Nee, aber genau deswegen. Ehrlich? Weil ich bin halt deswegen einfach so eingestellt, gegessen, was man was? Nicht kennt. Und einfach sollte man auch mal probieren. Ja? Ja, genau, das ist halt genau. Einfach so meine Einstellung. Ich habe es angeschnitten, ja, es hat gewabbelt. Gewabbelt und geschlappelt, das ist nicht unbedingt so meins. Ich fand es auch geschmacklich zu wabbelig und schlapperig. Und mir hat es nicht geschmeckt. Ich kann es nicht beschreiben, halt fischig im Endeffekt, aber geschmeckt hat es mir nicht. Die Jakobsmuschel, ja gut, okay, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Und der Rest des Tellers? Trüffel war jetzt irgendwie so für mich, den habe ich irgendwie eh nicht wirklich so richtig wahrgenommen. Der deswegen, na, das, nicht, ist, genau. Das ist wunderbar, das ist Sommertrüffel, ja, das genau. Ist, der hat eigentlich sehr wenig, so, ich wisst keinen Aroma. Geschmacklich ist nichts, wo ich jetzt sage, boah, oder so, ja, aber auch nicht, wo ich sage, ist einfach da und wird halt mitgegessen dann. Ah, das ist aber schade, also ein bisschen Geschmack wird schon da sein. Das ist dann vielleicht, wenn sie mal Trüffel probiert hat, dann kann das schon sein, dass sie da irgendwo so sowas probiert hat mit Trüffelöl. Dann ist das so ganz stark vorrangig und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass der Manfred einfach jetzt damit nicht arbeitet und wenn, dann nur dezent. Also, und das finde ich ganz gut dosiert. In der Küche wartet jetzt eine Lehrstunde der besonderen Art auf Kai und Dimitri. Wenn die jetzt wissen, was auf sie zukommt. Ne? Herzlichen Glückwunsch jetzt schon mal für das Los für diejenigen, die in die Küche gehen. Ich kann mir vorstellen, ihr wisst vielleicht, was Saumagen ist, aber habt selber noch nie einen gestopft. Deswegen dachte ich mir, ich lasse euch jetzt mal einen Saumagen stopfen. Schaut mal hier. Wenn ich essen gehe und da steht Pfälzer Teller, dann bestelle ich mir das und da gibt es einen Saumagen mit drauf. Und der finde ich geil, dass er das so frisch gemacht hat. Jetzt habe ich eine Masse vorbereitet. Das ist ja das Wichtigste eigentlich am Saumagen. Ein normaler Saumagen ist ja vom Schwein. Ich habe jetzt eine besondere Sache gemacht. Ich habe jetzt Kalbfleisch genommen. Ja? Das hört sich ein bisschen makaber an. Das wird ja eigentlich das Tier zerhäckselt und kommt dann in seinen eigenen Magen. Er hat es ein bisschen feiner gemacht, hat Kalbfleisch genommen. Wenn es danach geht, ist ja bei Würstchen dasselbe. Ne? Kommt noch ein kleines bisschen gutes Olivenöl drüber. Mit ein bisschen Trüffelessenzgeschmack. Hier haben wir auch genug Trüffel, wie ihr seht. Kann man auch noch ein bisschen reinhobeln. Bevor die Gäste Hand anlegen dürfen, werden diese erstmal gesäubert. Du gehst jetzt rein, vermengst das richtig schön durch. Ich halte auf und dann füllen wir mal gemeinsam einen Saumagen. Ja? Hallo, komm. Pfälzisch, Kartoffeln rein, Zwiebeln rein. Hat gar nicht alles so klein gemacht, das hat mich ein bisschen gewundert. Und hat Trüffel reingemacht. Ich bin gespannt, ich habe so einen Saumagen noch nie gegessen. Na dann, greif mal beherzt zu, lieber Kai. Ach, ich hätte das auch gemacht. Ne? An sowas habe ich Spaß. Ne? Dimitri schaut sich den Spaß lieber aus der Ferne an. Jetzt haben wir hier oben diese kleine Wölbung haben wir vergessen.
Siehst du? Das wäre jetzt eine Luftblase. Wir müssen jetzt gucken. Jetzt schauen wir mal, wir massieren jetzt den Magen richtig schön. Ja, der wird jetzt richtig schön hier massiert. Und schon auf einmal wird er immer größer. Ja, wir füllen den jetzt richtig schön rein. So, Magen hält auf jeden Fall so eine Massage aus, ne? Ist ja klar, ne? Muss ja einiges in sich behalten. Ordentlich verschnürt ist er jetzt bereit für den Topf. Oder etwa doch nicht? Klasse. So, und jetzt natürlich denken wir, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt? Jetzt müssen wir den natürlich ein bisschen pieksen. Wenn wir es nicht machen, platzt er. Ja, der geht jetzt richtig auseinander. Und wenn ich jetzt hier diese kleinen Löcher nicht hätte, dann ist irgendwann die Spannung zu groß. So wie bei uns Köchen, haben wir ein bisschen Dampf ablassen. Ja, genau. Ja. Bevor sie platzen, ja. Und hier auf die andere Seite machen wir es genauso. Jetzt wäre das Teil im Endeffekt 1:1 fertig. Aber es sieht, obwohl es der Saumagen ist, sieht es sehr appetitlich aus. Ja, das sieht schön aus. Das habe ich noch nie gesehen, ja. Der Gastgeber hat da mal was vorbereitet. So, habe ich heute Morgen schon einen gemacht gehabt. Wow, so, Wahnsinn. So ein Gerät, ja. Und ihr seht, jetzt war es fast ein bisschen zu heiß. Noch alles gut. Und jetzt fängt es an, ja. Okay, dann lege ich den mal hier noch mal ganz kurz auf die Seite. In der Zwischenzeit tun wir hier unseren Getrüffelten rein. Da habe ich einfach ein bisschen Gemüse, kommt da rein. Also machst du im siedenden Wasser. So ganz leicht, ganz langsam anfangen. Er darf ja nicht kochen. Wenn es kocht, ist es vorbei. Dann macht es diesen und die Wurst ist da. Das ist ja wie bei einer guten Wurst, die muss auch sieden. Soll ja nie kochen. Ne? Dann ist natürlich so ein empfindlicher Darm, reißt und genauso beim Magen. Ne? Wenn zu viel Hitze entsteht, dann reißt es. Und schon ist es Zeit für den Hauptgang. Auf geht's in Runde 2. Dimitri steht auf Meeresfrüchte und hat sich für den gegrillten Oktopus entschieden. Die karamellisierte Gänseleber soll Kai ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Simone hat Lust auf Fleisch und probiert das Kalbsrückensteak. Und Manfreds Spezialität, den getrüffelten Kalbssaumagen, lässt sich Sven schmecken. Was ich jetzt ganz besonders gut finde, dass man jetzt einfach mal sieht, das ist doch nicht zu wenig und aber auch nicht zu viel. Weißt du, das ist einfach genau getroffen, dass man einfach wirklich satt wird. Man muss nicht rausgehen und der Ranzen spannt. Ne? Sieht sensationell aus. Geil, ja. Ja. Den Saumagen hat Manfred schon für Ex-Kanzler Kohl gekocht. Macht er jetzt auch Sven glücklich? Also ich bin Saumagen-Fan. Typisch klassisch pfälzisch mit normalem Sauerkraut, Kartoffelbrei. Er war als Taler präsentiert. Der Geschmack war ein bisschen anders, aber die Grundsubstanz und die Kräuter war anwesend. Der Biss kommt, man beißt das Fleisch, dann wird es zwischendrin weicher, weil die Kartoffel kommt. Das war alles so. So, bitte schön, probier's. Ich bin ja gespannt, wir haben ja selber gemacht. Mit Kalbfleisch. Habe ich noch nie gegessen. Alle Blicke ruhen auf Kai. Nein. Wahnsinn. Wenn man da noch überlegt, das macht dann mal die Metzger bei uns die Saumage. Und er hat den noch selbst hergestellt. Also das ist, siehst du, das ist. Das kommt auch richtig gut an. Hm? Schön. Nach dem Ausflug in exotische Trüffelregionen begibt sich Simone jetzt wieder auf bekanntes Terrain. Schmeckt sehr gut. Zuckerschoten, sehr gut. Grünzeug bin ich bekannt für, esse ich wirklich gern. Ne? Kartoffeln, genau richtig, ja. Nicht zu hart, nicht zu weich. Pfifferlinge, geschmacklich gut, haben sehr, finde ich, intensiven, also vom Vergleich her jetzt, einen sehr intensiven, tollen Geschmack. Und das Fleisch ist, ich zeig's euch, ja, richtig, boah, richtig geil, saftig. Hast du angestochen mit der Gabel und da ist schon so schön das Saftige rausgelaufen. Das war einfach weich, auch zum Kauen war das ganz toll. Außen aber dann schon minimal knusprig. Die Soße war ganz toll, hat super dazu gepasst. Das war echt super, ja. Ist doch schön, ne? Also so, in der Bergwelt würde ich sagen, Glück auf, ne? Endlich was gefunden. Innereien finden sich auch auf Kais Teller. Schmeckt's denn wie erwartet? Die Leber ist frisch, von einer guten Qualität. Das ist halt genau mein Essen. Stopfleber, das ist ja, ein traditionelles Produkt. Ich hatte Apfel dabei, ich hatte Blutwurst dabei. Das ist eigentlich so ein klassisches Gericht. So, wie hat es dir denn geschmeckt? Ich muss nichts sagen. Also wirklich, Hut ab, war perfekt. Super. Perfekt.
cool, ne? Auch eine coole Mischung so mit Apfel. Also so ein bisschen erinnert es mich an Himmel und Ed, ne? Und es schaut wirklich zum Reinbeißen aus. So, ich habe auch ein bisschen Trüffelaroma, ne? Hier sind noch so zwei, drei Trüffelscheiben drauf. Aber ich glaube, das steht im Vordergrund. Im Vordergrund steht eine Blutwurst, ein bisschen Frucht, habe ich ein bisschen Apfel. Dann habe ich die Leber schon verputzt, leider. Es tut mir sehr leid, ja, das ging relativ zügig. Aber ja, es schmeckt super, das ist halt meine Küche, ich mag es total gerne. Und lass mich jetzt mal. Dimitris ausstehende Oktopuskritik holt sich Manfred jetzt persönlich ab. Dimitri. Doktore. Was soll ich sagen? Ein Genuss, sage ich. Wirklich ein Genuss, habe ich so noch nie gegessen. Der ist wirklich butterzart. Das ist auch am Ende vom Oktopus, was ich gut finde, ist, was man oft woanders sieht, dass er hier hinten, weil es so dünn ist, dunkler ist. Und das ist es hier definitiv nicht der Fall. Geniale Kombination. Für mich persönlich, Aiolio an sich sehr lecker. Braucht man nicht dazu, aber es ist eine reine Geschmackssache. Ja, nee, das ist gut, aber, weil normalerweise ist dieses Aioli auch nicht dabei. Wird an die Zukunft auch wegbleiben, weil ich war mir nicht so ganz sicher, brauchen wir es nicht. Eigentlich früher, ich habe es nie drauf gemacht. Das habe ich jetzt wirklich heute das erste Mal gemacht. Genau. Die ist zu intensiv quasi fürs Gericht. Alles gut. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Hätte mich enttäuscht, wenn es anders wäre. Jetzt krieg ich ja rote Ohren. Na, also, der Manfred Schwarz, ne, kann genauso die Tipps annehmen wie die andere hier in der Runde. Ne? Also, sehr cool. Und Dimitri, gutes Gefühl hat er, ne, für sowas. Ne? Zur Nachspeise stürmen Simone und Sven die Küche des Gastgebers. Also, wir machen ein geeistes rosa Champagner-Süppchen, Beerenfrüchte. Ja? Und dazu machen wir ein schickes Eis dazu. Was hast du dann eigentlich ausgesucht für Eis? Ein Waldfruchtsorbe. So, und ich würde sagen, Mike, du legst los. Mann. Jetzt haben wir hier die Gelatine. Hier ist ein bisschen Süßwein. Kommt jetzt noch ein bisschen Apfelsaft drauf. Die wichtigste Zutat fehlt aber noch. So, und jetzt ist eigentlich nachher das Wichtigste. Ihr seht, was da steht. So eine Flasche Champagner. Ich kann schon mal gerne jemand aufmachen. Die macht das Wind mal auf. Oder ja, mach du es auf. Moment, ich mach's auf. Nein. Haben wir vorhin morgen schon mal gesehen. Ja, ein feines Tröpfchen. Es kommt nur Qualität in die Speisen. Ne? Ich meine, wir reden hier nicht von irgendeinem Sektchen ums Eck. Ne? Zu den flüssigen Bestandteilen gesellen sich jetzt noch abgeriebene Schalen von Limette und Zitrone und eine gute Portion Zucker. Du hast jetzt verschiedene Komponenten da drin, ja? Genau. In welchem Verhältnis stehen die jetzt miteinander? So. Das ist 1:1, Apfelsaft und Süßwein. Okay. Und danach wird es mit der doppelten Menge Champagner aufgegossen. Okay. So, dann machen wir als nächstes die Gelatine dazu, die wir aufgeweicht haben im Wasser. Ich drück mal dann schön aus. Das exklusive Champagner-Süppchen ist aber nichts für die schnelle Lust auf Süß, wie Simone jetzt erfährt. Wie lange braucht es ungefähr, bis das? 2 bis 3 Stunden soll es angezogen sein, dann kann man es aufhören. Ist aber doch ganz schnell eigentlich. Ja, also dieses Angezogen, damit meint er natürlich, die Gelatine muss natürlich auch erstmal wirken können. Das muss ja fest werden, ne? Also bis sie anzieht. So lange müssen die Gäste aber nicht warten. Das ist dann alles die feste Masse. Mhm. Das ein bisschen glatt. Dann kann Sous-Chef Mike auch schon anrichten. Wenn wir das Ganze in einen geeisten Teller reinfüllen. Wie wichtig ist das, dass der geeist ist, der Teller? Ist schon wichtig, damit es noch mal ein bisschen anzieht und damit es kalt bleibt. Noch ein paar Waldbeeren, Puderzucker und natürlich das Sorbet runden das Dessert ab. Das Ganze optische rundet das natürlich ab. Das heißt, das Auge isst mit, es sieht zuerst, was kommt und hat dann die Geschmackskomponente im Mund, dann ist das absolut Bombe. Jetzt zeigt sich, Restaurantleiter René kann nicht nur Champagnerflaschen köpfen, er ist auch Spezialist fürs Hochprozentige. Zu dem Bananen-Toffee-Sorbet einmal einen Williams- und Wildbeerenbrand. Das ist was Feines. Zur Waldfrucht einen Waldhimbeergeist. Muss doch auch noch Zitrone. In die Rabelle. Das ist doch mega. Dann trinken wir halt einen Schnaps und lassen den Alkohol im Glas. Das verschnapste Sorbet wird Dimitri mit so viel Schuss bestimmt gute Laune machen. Simone hat sich für den Klassiker entschieden und testet die Creme Brûlée.
Mit dem gefüllten Kirschtörtchen rundet Sven sein Menü ab und das geeiste Champagnersüppchen ist Kais großes Finale in Schwarz. Bei so vielen süßen Versuchungen ist erstmal Genießen angesagt. Liebe Pfälzer, ist das Dessert jetzt die Krönung oder gibt's doch noch was zu kritteln? Es schmeckt super, es schmeckt nach dem Champagner, das Sorbet vermischt sich gut. Ich würde nicht sagen, dass man das Sorbet rausschmeckt, weil er will es, glaube ich, gar nicht so, dass man es ein bisschen vermischt. Es ist eiskalt, schmeckt wunderbar. Ich habe gar nichts zu beanstanden und war froh, dass ich mal wieder so ein schönes Handwerk genießen konnte. Weniger experimentell hat Simone ihr Dessert gewählt. Kann der Klassiker denn geschmacklich überzeugen? Ich liebe Crème Brûlée. Es ist schon wirklich schon immer gern. Schon alle, weil es immer so knackig ist und ja, halt der flambierte Zucker. Ja, süßer geht ja fast nicht. Brutal lecker, super vanillisch. Brutal super lecker. Flambiert, hat schon geknackt. So soll es sein. Also bei Süßen, ne, da lacht sie immer, ne? Lieber auf den ersten Blick in der Speisekarte, ja, war ich esse unheimlich gern Walnussreis. Das war dann in dem Moment perfekt getroffen bei mir. Also ich würde es definitiv wieder bestellen, aber ich würde wahrscheinlich auch betteln um eine größere Portion. Sven, hast du das Törtchen eingeatmet? Wo ist es hin? So wie man sieht, war es lecker. Das ist mal schön weg alles, ne? Das steht jetzt drin. Bei mir war zum Beispiel Trinkschale mit Kirschwasser. Das war so dezent, dass es sich das Ganze abgerundet hat. Also es war so richtig stimmig in sich. Die Eisflocke, sage ich jetzt mal von der Form her, dass das Ganze abgerundet. Das war doch so der kalte Kick, weil es Tatsche, also Zimmertemperatur gehabt hat. Das ist groß. Also es war, jeder Bereich, man hat es im Mund gehabt, und wenn man so zusammendrückt auf den Gaumen, es ist so richtig im ganzen Mund, das ist schon Nachtischgott. Nachtischgott. Ach, schön. Was ist mit Dimitri? Schon besoffen? Den Weg zurück in die Küche zu Manfred findet Dimitri immerhin noch geraden Schrittes. Mein Freund Manfred, ich glaube, du musst mich heute nach Hause fahren. Kein Problem, oder? Kannst du auch übernachten. Oh. Ich finde die Idee wirklich klasse. Habe ich wirklich noch nie gesehen, so auf diese Art und Weise. Aber der Kellner hat es zu gut gemeint mit dem Alkohol quasi. Der ich habe extra, wirklich, ich hab extra ja. gesagt, dass er ein bisschen mehr einschenke bei dir. Er hat gesehen, ich bin groß, hat gemeint, der verträgt einiges anscheinend. Hat er gleich die dreifache Menge reingetan. Weil das war einfach so viel, dass man quasi das Alkohol quasi mehr die Hauptrolle gespielt hat als ja. die Kombination. Ist so. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, der Manfred grinst, ne? Ja, versteht das auch und gibt ihm auch recht. Finde ich gut. Ob die Gäste den folgenden Programmpunkt auch so gut finden? Sterneküche hat schließlich ihren Preis. Dimitri und Kai werfen mutig einen Blick auf die Rechnung. So, also wir haben für 308,70 € gegessen. Davon waren 230 € Essen. Wir haben wenig getrunken. Also für mich finde ich den Preis völlig angemessen. Die Produkte, die hat man geschmeckt. Das war eine gute Qualität. Ich hätte mit mehr gerechnet. Also ich fand es 300 € beim Sternekoch, auch wenn es nur in Anführungszeichen Gourmet-Bereich war, was jetzt das nur total falsch ist, hätte ich mit mehr gerechnet. Super Preis und das sollte eigentlich ein Aufruf an alle sein, die jetzt so eigentlich noch nie gegessen haben. Wenn man das sieht, weiß man auch und lernt man ein bisschen dazu, warum Qualität ein bisschen Geld kostet. Und der ganz klare Beweis, man wird satt. Ja, dann mal auf zur Punktevergabe, liebe Gastronomen. Simone, leg mal los. 10 Punkte. 9 Punkte. 10 Punkte. 9 Punkte. Die Höchstzahl ist sowieso immer das Ziel und nie zu erreichen. Damit hat sich Manfred souverän an die Spitze gekocht. Werfen die Punkte vom Profi das Ranking jetzt noch mal völlig durcheinander? Los ging die Woche bei Amerika-Fan Simone im Industriegebiet von Neuhofen. Dort hat die Burger Queen den Profi ganz schön geflasht.
ich muss sagen, für deine Burger wundert es mich nicht, dass man in das Industriegebiet kommt. Also ist richtig gut gelaufen für dich. Meine Spare Ribs hervorragend. Ich finde, beim Coleslaw, da kannst du was machen. Und die Dipsoßen auch nochmal auffetzen, oder? Finde ich. Ich hoffe, dass du aus dieser Woche einiges mitgenommen hast. Du hast dich massiv gesteigert und immer mehr Lust bekommen am Schmecken. Und das hat mir Spaß gemacht beim Zuschauen. Also alles Gute für die Zukunft von mir. 8 Punkte. An Tag 2 lud Kai ins Fundament, wo die Stimmung nahezu überkochte. Dein Essen war wirklich hervorragend. Meins war perfekt. Ist ein bisschen was schiefgelaufen und du bist aus dem Ruder gelaufen. Aber dafür würde ich dir normalerweise einen Punkt abziehen. Ja? Das hast du wieder wettgemacht. Du hast so eine Klasse gezeigt in der ganzen Woche und hast dich wirklich, hast nicht einmal einen Ellbogen rausgeholt und gar nichts, sondern bist menschlich geblieben, bist fair geblieben. Und Alter, ich wünsche dir alles Gute. Und die Leute müssen dich verstehen lernen. Bei Dimitri im Rosmarin ging's ganz schön deftig zu. Ich habe wirklich hervorragend gegessen. Einen fetten Kuss an die Schwiegermama. Ne? Also ganz, ganz toll. Ja, am Gastgebertag, ich sag mal in der Vorspeisenrunde, ich würde einfach nicht auf Salate setzen. Ne? Da hast du handwerklich viel mehr drauf. Ansonsten alles fein. Aufgepasst. Der Süße hat zweimal geschrieben. 10 Punkte. Bei Sven gab's an Tag 4 in der Meat Factory klar Fleisch. Du und Alexander seid ein Hammer-Duo, keine Frage. Aber weißt du, was richtig geil ist? Du nimmst Tipps an, du setzt es sofort um. Die Zwiebelmarmelade Manfred Schwarz war begeistert. Und das heißt was, es hat mir auch geschmeckt. Du bist schwer zu verstehen, aber jedes Wort wert. Hammer, 8 Punkte. Bleib dabei, ne? Saug es auf, lern noch dazu, aber spitze. Am Ende der Woche machte Sternekoch Manfred nicht nur die Gäste glücklich. Es war mir eine Ehre. Ich sag's, wie es ist. Du bist einfach wirklich ein toller Kollege mit einem unglaublichen Humor. Wenn du was zu sagen hast, ist es auf den Punkt. Manches Mal kommt es ein bisschen grob rüber, aber ist es überhaupt nicht. Zuckersüß, deine Frau, liebe Grüße. Ganz toll gekocht. Ich durfte den Saumagen schlechthin essen. Ich muss jetzt aufhören zu reden, ich muss schreiben. 2x setze ich an. Gutes Zeichen. 10 Punkte. Und damit steht fest, mit Mikes Punkten hat sich Manfred verdient auf den 1. Platz gekocht. Herzlichen Glückwunsch.